Das Thema ist Trends in der Altenpflege. Von den Pflegekräften wird davon ausgegangen, dass sich wahrscheinlich zwei Hauptlinien herausbilden werden in der Pflege. Die eine Wahrscheinlichkeit sei anscheinend, dass alles unter einem Dach angeboten wird. Also alle Dienstleistungen oder alle Pflegeleistungen werden unter einem Dach angeboten. Die andere Wahrscheinlichkeit, die möglich ist, sei, dass die Einrichtung sich auf einen bestimmten Pflegekreis spezialisiert. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder und es werden auch unterschiedliche Kompetenzen erforderlich sein. Das Aufgabengebiet für das Pflegepersonal umfasst einerseits die intensive Pflegenotwendigkeit, aber auch Hilfen für die Alltagsbewältigung der Bewohnerinnen und der Bewohner müssen geleistet werden, beziehungsweise die Pflegekräfte müssen in der Lage sein, auch Tipps und Hilfestellungen im Bereich der Alltagsbewältigung zu leisten oder zu geben. Das Thema ist Trends in der Altenpflege. Von den Pflegekräften wird davon ausgegangen, dass sich wahrscheinlich zwei Hauptlinien herausbilden werden in der Pflege. Die eine Wahrscheinlichkeit sei anscheinend, dass alles unter einem Dach angeboten wird. Also alle Dienstleistungen oder alle Pflegeleistungen werden unter einem Dach angeboten. Die andere Wahrscheinlichkeit, die möglich ist, sei, dass die Einrichtung sich auf einen bestimmten Pflegekreis spezialisiert. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder und es werden auch unterschiedliche Kompetenzen erforderlich sein. Das Aufgabengebiet für das Pflegepersonal umfasst einerseits die intensive Pflegenotwendigkeit, aber auch Hilfen für die Alltagsbewältigung der Bewohnerinnen und der Bewohner müssen geleistet werden, beziehungsweise die Pflegekräfte müssen in der Lage sein, auch Tipps und Hilfestellungen im Bereich der Alltagsbewältigung zu leisten oder zu geben.